Heute Stream am Start, herzlich willkommen auf dem Channel Vision Gaming. Heute spielen wir ein normales Spiel, dabei ist heute auch die Schlange 86. Er spielt heute Nidali auf der Top Lane auf AP und ich spiele heute Jungle mit K6 oder K6, wie auch immer. Warum ich auf der Top Lane bin, weil die Ahri einfach mal so mitgehen wollte. Ja, ist ja ein normal Game. Und was mir gleich aufgefallen ist als allererstes ist im Gegnerteam, das ist richtig OP, die haben zwei Jungler, also zwei Smiles. So, da werden, wurden wir gefragt, wie unser Channel ist. So, ich hoffe, ich bekomme ein bisschen Hilfe. Hat sich schon lange nicht mehr gejungelt. Ach, mach's grad. Ja, ich war, ja, ich war eigentlich auf der Top Lane. Dieses Tür oder ey. Komm mir gleich ein bisschen Top, wenn du willst. Ach, egal, ich war mir nicht. Mach mal keinen. Jetzt mache ich erstmal. Fange mal erst an beim Blue Buff und dann gehe ich zu den Geistern rüber. So, mit K6 tue ich erstmal immer die kleinen Dinger da kaputt machen, weil ich dann Single Target habe und das dann der Schaden höher wird. So, ich wollte hier den Busch, weil da auf einer drin steht und einer dann auf den Sack gehen will. Müssen wir irgendwann. Die stehen da eigentlich immer drin im Bus. Also du meinst jetzt den Bus neben dem Red Buff, ne? Ja. Ja, da steht eigentlich immer drin. Haben einen Problem. Ich hab echt viel Leben verloren. Keine Ahnung, woran es liegt. So, erstmal Mitte ein bisschen deffen. Einfach ein bisschen XP bekommen und so, das ist immer nicht gut. Ein bisschen fahren. Einfach damit der Mid-Thron nicht so schnell kaputt geht. So, ein bisschen angeschwächt die Ahri. Ah, leider. Ich habe seine Wall hingestellt. So, ich versuche jetzt noch die Wölfe zu machen. Da mein Single Target wäre sehr stark. Besser wahrscheinlich nicht. Also, ja. Müsste klappen. So, jetzt gehe ich jetzt back und kaufe das Jungle Item. Das Damage Jungle Item. Also, ich kaufe schon mal die Vorteile dafür. Oder das Vorteil. Warte, betonst du das jetzt absichtlich? Nein. Gegen mir? Ich spreche ganz normal. Nein, nicht ganz normal. Ich versuche halt deutlich zu reden. Jetzt mache ich erstmal hier die Golems, keine Ahnung wie ihr wollt. Und dann gucke ich erstmal, wo ich ganken kann. An ally has been slain. Ah, schade. Top ist. Ah, nee, bitte. Ich hab schon einen Buff. Ich hab bald Ende. Ich muss jetzt schnell was machen. Also gehe ich jetzt erstmal auf der Mid-Lane-Zone. Das ist gerade schade. Oh, ja, so kein Flash. Das könnte ein Kill sein. Wenn er nicht back geht. Und nicht gewollt wird. Könnte das ein Free-Kill sein. Schade. Ich bin provoziert, aber auch echt nicht. Scheiße. Was war das? Achtung, Wukong kommt entgegen. Okay, das war ziemlich schlecht. Einfach weil die Evelyn haben, aber
gegen die kann man auch nichts machen, weil die ist halt unsichtbar. Ist halt Evelyn. So, ich glaube, mein Blue-Buff müsste gleich spawnen. In 30 Sekunden. Aber ich fange erstmal bei den Geistern an. Wenn du Top-Lane nicht brauchst, sag ich Bescheid. Ne? Oh, good job. Ja. Ja, hätte ich jetzt nur ein bisschen Mana für ein Spiel gehabt. Ja. Komm gleich. No, ich überleg mir, wie der Tiger-Gestalt jetzt reinzukommen. Aber ich mach ihn gleich mit dem Spiel. Wenn jetzt einen Schaden trifft, dann könnte ich das werden. Okay. Nee, ich hab ihn nicht getroffen, der ist dann. Der ist höchstwahrscheinlich schon zurückgegangen. Ja. Job. Noch ein Kill auf der Midlane. Ah, ich komme erstmal Botlane ganken, da sieht's gerade ziemlich. Top raus, Top brauchst du nicht kommen. Also erstmal überhaupt nicht. Ja, okay. Ich meine, ich nur. Damit ich mehr Mana hab. Und vielleicht Level up werde. So, hier kann ich kriegen, damit ich weniger Farm habe. Ich tue als erstes die Kuh evolieren. Isolieren, evolieren. Wie auch immer. Single Burst Damage ab. Okay, ich komme erstmal Top Lane. Bisschen helfen. Das sieht gerade nicht so prickelnd aus. Ah, ein Toid. Hat er viel Leben? Ja. Ich hab ihn. Ja, gut, stopp. Ich geh weg. Ich hab hier noch einen Kill geholt. Bot Lane wurde leider gegankt. Ich gehe jetzt erstmal in die Midlane treffen. Das ist mir der Turm echt wichtiger. Ja. Genau, gerade hat man echt wenig Schaden gezogen. Okay, das wird nicht gut ausstehen, oder? Oh, er hat einen Turm. Dings gefressen. Wenn ich gleich meinen Jump kriege, dann könnte ich riskieren. Nein. Oh. Er müsste jetzt nur noch seine Ulti machen, falls ich sie hätte. Ah, gut. Arthur, geh am besten weg. Ulti ist zum Ding. Also glaube ich, du hast kaum Leben. Er müsste jetzt einfach nur flashen und Attacken machen. Okay. Ich riskiere es nicht. Ich möchte nicht meinen Blue Buff verlieren. Guck mal. Ja, wenn du jetzt den Schaden triffst. Hat sie ihn getroffen? Ah, ich wollte eigentlich nur Assist kriegen. Ich hab gar nichts bekommen, leider. Schade. Kann sein und egal. Ich will mir jetzt erstmal das Damage-Item. Und dann mache ich meinen Red Buff und dann gehe ich erstmal weiter ganken. So, als nächstes hole ich mir dann die Schuhe. Eigentlich kann ich mit. Jetzt nur mit meiner Kuh farmen. Ja, versuch das. Das reicht eigentlich schon aus. Mehr brauche ich gar nicht. Kann ich leider nicht so gut ganken, weil halt gepusht ist, aber gleich kann ich hier mal versuchen. Weil die Caitlyn ist noch Level 5 erst und der Turm ist auch gleich down. Ich hab gar nicht gesehen. Smite ein bisschen vorher, damit ich auch wirklich alles vom Smite auch benutze, damit ich ein bisschen zu spät smite. Weil ich ja weiß, dass hier keiner mehr ist. So, ich versuche mal Lane Gank. Ah, Evelyn ist da. Counter Gank wahrscheinlich. Lief doch ganz gut. Drei Kills hier unten geholt. Ich würde sagen, wir versuchen den Dragon jetzt. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Wenn die mir helfen kommen. Okay, die haben keinen Bock, da kann ich auch leider nichts machen. Dann gehe ich erstmal Midlane. Tower halten. Außenlane ist ganz wichtig. Ja, ich habe jetzt einfach geflasht, damit ich auch wieder gehen kann.
mir empfehlen würde, weil es hätte ja auch passieren können, dass er seine Ulti macht, sein Q, halt sein Wirbelsturm, dann sein Ulti. Und ich wollte einfach sicher gehen. Ich komme gleich Top-Lane, ne? Mhm. So, ich höre erstmal die Schuhe. Und Damage. So, ich habe noch meinen Red Buff. Ich hoffe, die Ash kommt noch weg, aber das müsste eigentlich zu schaffen sein. Ich komme jetzt auf die Top-Lane, ne? Ja. Aber ich glaube, die packst du auch so. Oh mein Gott. Sein Flash. Hast du das gesehen? Ja. Sein Flash gerade versucht. Ja, jetzt schreibt er weg. Genau, weg. Ja, das schreiben die immer, wenn die sterben. Durch sein Flash hat er sein Todesunfall gefällt, sozusagen. Kann man so sagen. Weil er hat einfach noch weiter weggeflasht. Und damit er mehr Schaden bekommt. Ja, genau. Der Speer macht dann noch mehr Schaden einfach nur. Das Gute war, er hat einen Flash jetzt verbraucht und ist gestorben. Er hätte vielleicht zur Seite flashen sollen oder so. Ja, ich hätte ihn zwar so gekriegt, aber... Naja. Warum nicht, ne? Ich komme wieder auf die Bot-Lane. Okay, das geht nicht gut aus. Oder doch? Okay, das geht doch gut aus. Ja, das war nicht schlecht. Ich habe einen Kill bekommen, hab überlebt. Also lief alles eigentlich ganz gut. Aber gerade die Ash-Ulti war etwas ungefähr. Ja. So, ich komme gleich Top-Lane. Ja, die versuchen mich gleich zu diven, wenn ich. Ja, ja, also ich bin auf dem Weg. Nicht schlecht gewesen. Im Notfall lass einfach den Turm fallen. Ich mache jetzt einen Blue Buff. Wegen der Cooldown Reduction. Hauptsächlich, also auch wegen der Mana, ne, ist klar. Mit KCX hat man massive Mana-Probleme und ich kaufe auch nicht hier. Wenn brauchst du einen Blue Buff? Arthur, brauchst du einen Blue Buff? Ja, wäre eigentlich praktisch. Okay. Dann kommen aber danach gleich Top. Ja, ja, ich bin auf. Ich hab kein Mana, ich kann dann so, jetzt habe ich meine Ulti gleich wieder. Das heißt, der Kill ist eigentlich schon sicher. Ich glaube, er hat gar nicht gewartet, also du kannst drauf gehen, ne? Ja, ich gehe mit dem Garde noch nicht drauf. Ja, der ist easy kill. Gut. Ja, kann warte, mach noch ein bisschen. Hat er mich getroffen? Ja, bleib weg, ich krieg ihn schon. Dive nicht. Ach, der ist nicht gestorben. Was? Ich hab ihn schon. Ja, chill. Ach, du hast ihn. Ah, ich hab grad ganz den Kuh gefokust. Der hat gerade seinen Schatten gemacht. Das Lustige ist, er ist nicht zur Seite ausgewichen. Er ist einfach nur genau zu mir gekommen. Ich nehme ein bisschen Farbe mit. Naja, ja. Gönn dir. Ein bisschen HP. Ah, ich hab grad gar nicht mitbekommen. Ah, wir haben den Drake bekommen, das heißt, das ist gerade gelaufen. Ich hoffe, die Gegner surrendern nicht. Ja, das wäre schade, weil... Denn Nidale macht das später Spaß. Ich möchte euch einfach mal Cup 6 zeigen, wie er abgeht, abgehen kann. Übrigens auf der 3v3 Map und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, auf der Ara Map wurde er genervt, seine Q und... Ich glaube seine Kuh, ne? Ich mache jetzt den Red Buff, damit ich slow habe und mehr Schaden mache. Ah, dieser Flash, hast du gesehen? Mhm. Flash immer gegen die Wand, das ist zum Heulen. Und immer an der gleichen Stelle, das ist das Gefälle. So, ich habe Red und Blue Buff, das heißt, jetzt kann ich es richtig abgehen. So, ich komme jetzt auf die Mitte. Sie ist jetzt Level 8. Oh, Oh,
Kollege. Okay. Das hab ich gerade nicht mitgekriegt. Sie ist hart. Also, die Ash hat gut reagiert. Sie hat versucht, mich zu saven. Hat sie echt gut gemacht, aber ich bin gerade weggesprungen. Was? Mit der Caitlyn Ulti? Ja, ja, sie hat zu flashen und den Damage aufgeblocken, aber ich habe das überlebt, ne? Ich bin gerade weggesprungen. Und sah irgendwie voll verbuggt aus. Also nicht verbuggt, aber sah komisch aus. Sah so aus, als ob die Ulti über sich rübergeflogen ist. So, ich stehe gerade 8-1. Alles gut gerade. Ich hab jetzt ein bisschen Overhead. Wollen wir mal was wagen, Christian? Ja, ich denke nicht. Ja, cool. Ach, Wukong ist schon tot. Naja, der wollte mich gerade killen. Ah, lol. Ich hab jetzt auf den Schatten geguckt. Ich dachte noch, naja, gut. Weil der bleibt ja öfters immer stehen und dann. Also, Free Kills finde ich echt cool, wenn die sowas machen. Macht echt auf jeden Fall Spaß, aber irgendwann wird es echt zu viel. So, ich gehe Top Lane pushen. Vielleicht ist hier noch der gegnerische Red Buff. Einfach damit ich auch mehr XP kriege und meinen Red Buff. So, ich ziehe jetzt auch hier die ganzen Minions. Einfach damit ich. Weil wir haben jetzt die Jungle-Kontrolle und ja, und da kann ich da auch gleich hingehen. Der Lapis. So, der Minion hier, ein Problem. Übrigens, ich spiele Katzix gerne so, dass ich einfach pushe, wie so ein Verrückter. Und dann tue ich nicht meine Ulti-Dingsen evolieren, sondern meine B noch dazu. Viele machen die Ulti. Das ist eigentlich auch cool, aber keine Ahnung, ich mach die nicht. Wukong ist da unten. Ich bin auch auf dem Weg. Was macht ein Wukong da unten? Der ist an euch vorbei. Ah, ja, der ist drauf. Ah, ich komme hier oben lang. Ah, gut, top. Ah, okay. Einfach Ulti schmeißen, damit ich sicher gehe. Wo ist der denn? Oh nein, ich wollte nicht nach dem Free-Kill gedanken. Ja, das ist ein Free-Kill. Okay, danke. Oh, wen? Ash holt da. So, na, Ash, alles super. Ash ist schon mal gut. Übrigens, was ich bei K6 richtig cool finde, ist, wenn man wegen Kill oder Assist kriegt und die eh schon evoluiert hat, dass man einfach wieder rausspringen kann. Das macht auf jeden Fall Spaß. Was, Christian? Guck den Chat an, er weiß das. Ach. Manchmal ist es echt nervig. Es gibt ja Leute, die kommen an, man braucht echt nur einen Schlag und dann kommen die an, flashen extra. Oder man hat die schon ignited und die machen das praktisch einfach so. Das muss eigentlich auch so. Oder wenn das die Jungler machen. Good job. Ja. Good job. Ah, Penta. Ist nicht schlimm. Man hat ja gesehen, dass ich sie eigentlich geschafft hätte. Ah, jetzt sie hat sie gequittet. Trotzdem, das war ein schönes Ace. So, ich stehe 12-1, hab 4000 Gold. Mein Gold gleich. Wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen, auch wenn es ein bisschen zu einfach aussah. Ja, halt war halt ein Snowball-Match. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.